Und du stehst so da. So, jetzt laber einfach mal in die Kamera. Geh weg von der Wand. Du musst jetzt gescheit. Wir geben Gas, Kollege. Ja, Kollege. Oh Gott. Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel eh schon gelesen. Ich habe wieder zwei XXL-Pakete erhalten. Man sieht schon von Thomann wieder. Und nein, ich habe mir nicht irgendwie Studio-Equipment gekauft, sondern heute geht's um die Decke. Die ein oder anderen haben es ja mitbekommen, dass ich mir hier ein paar Absorber an die Decke geklebt habe. Und jetzt habe ich mir hier, beziehungsweise in jedem Paket, befinden sich wieder 30 Stück. Das heißt, wir haben jetzt wieder 60 Stück zum Verkleben. Ich hatte hier noch zwei Stück übrig in Blau. Ich habe mir jetzt aber nochmal schwarze geholt. Und bevor wir die jetzt auspacken, müssen wir erstmal die von der Decke abreißen. Beziehungsweise die gehen eigentlich ziemlich simpel, weil die habe ich ja auch mit so einem speziellen Kleber eigentlich nur hingeklebt. Das Problem war einfach nur, ich habe jetzt hier immer so einen Spalt gelassen und ich will das einfach komplett alles zumachen. Das heißt, einfach jedes einzelne Teil nebeneinander kleben. Und genau, ich würde sagen, kurze Zeitraffer für euch. Die an der Wand lassen wir, da überlegen wir uns noch was. Die machen wir jetzt ab und danach packen wir die zwei Kartons aus. Oh, du musst zu mir filmen. So Leute, wir haben jetzt die ersten Absorber schon abbekommen. Wie man sehen kann, bleiben noch ein paar Rückstände. Ist aber nicht so schlimm, weil die anderen kleben wir eh wieder drüber. Und ich würde sagen, wir reißen jetzt noch die restlichen hier ab und dann machen wir zusammen ein kurzes Unboxing. Geiles Muster. Nimm ihn. So Leute. Neue Wanddeko. Egal, wir lassen das jetzt einfach so kleben. Oder was meinst du? Doch, das können wir eigentlich so kleben lassen, weil die anderen kleben wir eh drüber. Ja, ich muss erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Kaffee ist ungesund. So Leute, die an der Decke haben wir jetzt abbekommen. Ihr seht schon, sieht echt scheiße aus. Aber wir lassen das Ganze jetzt so, wir kleben einfach die anderen dann drüber. Ich würde sagen, was? Hast du mir die Decke geweißelt? Das hört mir jetzt gerade erst so auf. Die Decke habe ich nicht geweißelt. Warum sind das also Fahrer? Ich weiß es nicht. Das hört mir gerade so auf, weil ich gerade in die Kamera schaue und bin immer hell. So, ich würde sagen, Freunde, wir machen jetzt das Unboxing. Wir packen jetzt die zwei Pakete aus, natürlich mit dem neuen Messer. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier... Ah, voll auf meinen Zeh. Muschi. Hier habe ich jetzt 30 Stück. Beziehungsweise hier sind 30 Stück drin. Hier sind 30 Stück drin. Scheißdinger hier. So. Also ich habe natürlich wieder Kleber bestellt. Das heißt, es ist der gleiche Kleber, den wir benutzt haben für die Absorber. Und ich muss sagen, ich dachte erst, dass die Decke mit runterkommt, beziehungsweise der Belag von der Decke, aber geht eigentlich ziemlich simpel. Hier, zack, abziehen, ohne Probleme. Geh mal auf die Seite, ich muss da reinschmeißen. Bist du schlecht. Daneben. So, natürlich wieder ganz wichtig, Leute, Müll. Weil ja auch so viel kaputt gehen kann. Bitte? Weil ja auch so viel kaputt gehen kann. Ja, und hier befinden sich die Absorber. Machen wir das zweite auch gleich auf. Klasse. Klasse. Nochmal ein Kleber. Dann habe ich hier, muss jetzt ein bisschen herkommen, Hermann, nochmal einen Klinkenadapter mir bestellt. Für 6,3. Dazu kommen wir gleich. Dazu, Alter, wie geil ist das denn? Einen zusätzlichen Adapter.
werde ich euch in einem separaten Video erklären, für was ich mir das bestellt habe. Und hier habe ich noch ein separaten Absorber mit 1 Meter auf 50 cm und zwar dann für die Tür. Aber das werden wir heute nicht machen, sondern wir werden heute die Decke machen, beziehungsweise alle Absorber hinkleben, die ich jetzt hier habe. Und ich würde sagen, wir können eigentlich starten, oder? Meinetwegen. Dann starten wir, Leute. Let's go! Die Spitzen. Hier. Ich würde die hier nehmen. Easy. Schön einführen. Also, Leute, geplant ist, also das sind jetzt die, wo wir abgezogen haben von der Decke. Wir haben jetzt geplant, dass wir hier außen entlang die blauen machen. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir bis ganz hinter gehen oder nur bis hier. Und hier gehen wir 6 Stück nach draußen, weil ich habe jetzt nicht so viele von den blauen. Und den Rest machen wir hier mit den schwarzen. Alles klar. Machen wir mit den schwarzen voll. Und schauen wir mal, wie weit wir nach hinten kommen. Aber ich denke, wird schon fett werden. Ich werde natürlich wieder welche bestellen müssen, aber ich glaube, das mache ich dann nächsten Monat oder übernächsten Monat. Die 2 Kröger reichen. Also Leute, ich kann euch die echt nur empfehlen. Die sind sowas von geil. Auch wenn es jetzt hier so extrem scheiße aussieht. Was meinst du? Ich würde es andersrum. So, oder? Auch wenn es jetzt hier so komisch aussieht, das geht eigentlich alles ziemlich simpel ab, aber wir sind jetzt ein bisschen zu faul. Hier, zack, geht schon ab. Flo klebt da hinten schon die erste. Und jetzt gibt es eine Zeitraffer. Also Leute, das ist das Endergebnis. Und zwar ist mir aufgefallen, in einem Karton sind nicht 30 Stück drin, sondern 16. Trotzdem war es teuer genug. Und ich würde sagen, das Endergebnis, beziehungsweise wir sind noch lang nicht fertig, sieht aber trotzdem schon gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe, man sieht es über die Kamera. Ich werde mir jetzt die nächsten paar Monate wieder neu bestellen, damit ich den Raum eigentlich komplett hier zukleistern kann. Aber fürs Erste auf jeden Fall viel, viel besser als davor. Wir haben dieses Mal keinen Spalt gelassen, wir haben die nebeneinander geklebt. Hier sieht man zum Beispiel, es ist nicht genau passend. Also das eine steht ein bisschen weiter raus als das andere. Liegt aber daran, dass die Wand irgendwie schlecht verputzt ist. Schief. Oder schief ist. Aber im Endeffekt gehen wir eh bis hier hinter, war jetzt der Plan. Und am Schluss müssen wir halt ein bisschen was abcutten. So, für mich heißt es jetzt wieder Müll aufräumen. Ich habe das ganze Zeug schon an den Händen. Fetten Dank an Flo. Könnt ihr gerne mal auf Instagram abchecken. Und ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Apropos, dazu werde ich jetzt auch noch ein Video machen, für was ich das brauche. Beziehungsweise für was ich das bestellt habe. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, das sage ich jetzt zum 10. Mal. Man sieht dich gar nicht. Warte, ich muss die Kamera drehen. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und... Servus! Servus!